Wovon ist die Kontrahierungspolitik eines Unternehmens abhängig? Es gibt natürlich Leute, die fragen, was ist denn Kontrahierungspolitik? Nun, Kontrahierungspolitik nennt man auch Preispolitik. Allerdings ist Kontrahierung der etwas umfassendere Begriff, umfasst nämlich auch Rabatte, Zahlungs- und Lieferbedingungen, während Preispolitik ja eigentlich sich nur auf den Preis bezieht. Also, wovon ist die Kontrahierungspolitik eines Unternehmens abhängig? Das heißt, was bestimmt den Preis, den das Unternehmen verlangt? Da sind die Kosten natürlich ein Faktor, dann ist da die Nachfrage. Speziell die Preisbereitschaft spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Ja, wenn man einen Preis nimmt und man sagt, da sind unsere Kosten gut gedeckt und wir machen Gewinn, aber die Nachfrage ist dazu überhaupt nicht bereit, dann scheitert es hier dran. Preisbereitschaft. Dann Preise der Mitbewerber. Was machen die anderen? Und die generelle Konjunkturlage. Generell, denken Sie sich da bitte ein E, ich kriege das hier nicht mehr hin. Konjunkturlage. Wobei das im Grunde nicht ganz stimmt. Es ist nicht die Konjunkturlage, sondern es ist die Stimmung. Es sind die Erwartungen der Verbraucher zum Beispiel, wenn man sich an die Endverbraucher wendet mit seinem Produkt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.